Die bis 16 mm große deutsche Wespe trägt auf dem gelben Kopfschild ein bis drei schwarze Punkte oder einen kleinen, meist unterbrochenen schwarzen Strich. Sie gehört zu unseren häufigsten Wespenarten. Als Dunkelhöhlennister haben deutsche Wespen hier ihr mehrschichtiges, papierähnliches Nest im Inneren an der Holzwand eines Schuppens gebaut. In dem kunstvollen Bau wurden stockwerkartig die Waben angelegt. Vom Beginn des Nestbaus durch die Königin im Mai bis zum Erlöschen gegen Ende November war der Wespenstaat auf viele hundert Individuen angewachsen.